Wow, gebt euch mal diesen auf. Jungs, wir haben hier eine richtig dicke, fette Larve am Start. Kann man so essen? Ja. Bevor wir die Sagopalmenplantage besuchen, möchte ich euch kurz erklären, warum die Sagopalme so unglaublich wichtig ist. Die Sagopalme ist tief in der Geschichte Papuas verwurzelt. Sie ermöglichte es unzähligen indigenen Stämmen über hunderte von Jahren im Dschungel zu überleben. Der papuanische Name Sago bedeutet dabei so viel wie Brot, weil sie das Mehl für Brot und eben Fladen liefert. Ihr stärkehaltiges Mark und die proteinreichen Larven sind nach wie vor ein begehrtes Volksnahrungsmittel und werden beim Sago-Larvenfest entsprechend gefeiert. Hier oben steht's schon, wo wir jetzt hingehen. Wir gehen zu einer Sago-Plantage. Die Sago-Palme ist so die Palme, um die sich hier alles dreht. Das ist die Kohlenhydratquelle schlechthin und auch die Larven, die ihr gerade gesehen habt, die kommen aus einzig und allein dieser Palme. Und wir laufen jetzt einfach mal durch und checken die Lage. Und dann zeige ich euch ein bisschen was. Also, hier seht ihr überall diese riesengroßen Palmen. Das sind die Sago-Palmen. Die werden, mein Stand sind nach 8 Jahren gefällt. Aber mein Guide hier meinte jetzt 15 years. They collect the sago larvae. Yeah, they just collect the sago arms. And one more, like kind of, vegetables. Vegetables. How long do they have to grow till they can get harvested? 10 until 15. 10 to 15 years. Okay. You have to wait. Okay, perfect. Also, anscheinend 10 bis 15 Jahre dauert es, bis so eine Sago-Palme ausgewachsen ist. Mein letzter Stand waren 8 Jahre, also kommt ungefähr so hin, so 8 bis 15, irgendwie sowas. Tut aber nichts zur Sache, denn ihr müsst verstehen, so eine Sago-Palme, die hat allein die hier, die hat jetzt 20 Meter und ich habe schon größere gesehen. Und wenn die hier in 15 Jahren 20 Meter wächst, das ist schon einiges. Also das darf man nicht vernachlässigen. Also 20 Meter in 8 Jahren, das finde ich schon relativ beachtlich tatsächlich. Das machen einige deutsche Bäume nicht. Die Sago-Palme mag es übrigens sehr, sehr feucht. Normalerweise steht in Sago-Plantagen alles unter Wasser. Jetzt ist es irgendwie ein bisschen trockener. Man sieht es aber relativ häufig, wenn man bei Sago-Plantagen ist, dass halt, wie gesagt, so ein 15 bis 50 cm Wasserstand ganz normal ist. Da sinkst du halt auch mal knietief bis ins Wasser. Wenn du da durch so eine Plantage läufst, das ist ganz normal. Die Sago-Palme mag es also sehr, sehr nass. Und ja, dort wo Sago-Palmen waren, waren unweigerlich auch Menschen in der Nähe. Das heißt, wenn du eine Sago-Plantage gefunden hast, einen Platz, wo viele Sago-Palmen gewachsen sind, dann wusstest du, okay, hier in der Nähe, hier ist wahrscheinlich eine kleine Siedlung. Und das war immer ein relativ cooler Indiz zu wissen, okay, wir sind bald am Ende der Tour. Und tatsächlich war dieser Indiz zu 80% richtig, würde ich behaupten. Ja. Und ihr kennt mich, ne? Ich gucke natürlich auch die ganze Zeit schon nach Krabbelzeug. Im Hintergrund sind aber die ganze Zeit nur Skinke zu sehen. Nur Skinke, also ich weiß nicht, welche Art es ist. Das sind so schöne kleine braune und grüne Baumskinke. Sind hier sehr häufig, auch in Sago-Plantagen. Ich denke, hier in den Sago-Plantagen finden sich noch ein paar andere außerordentlich seltene und schöne Arten, über die ich noch einen richtig geilen Film drehen werde. Aber beziehungsweise schon gedreht habe, aber ich muss den noch fertig machen. Da möchte ich mir einiges an Zeit nehmen. Der dauert eine Weile, denn der muss perfekt werden. Dafür brauche ich vielleicht sogar Hilfe. Das wird auf jeden Fall ein absolutes Herzensprojekt, auf das ich schon seit, vielmehr darum, 6 Jahren hinarbeite. Ja, und was der Hauptgrund für mich war, weswegen ich ursprünglich überhaupt mal nach Papua wollte, dass es jetzt so plötzlich geklappt hatte, war Hello. Natürlich absoluter Zufall, aber Papua war schon immer mein Number One Reiseziel und das nicht zuletzt halt auch wegen sowas, ne? Diese Natur, die du hier hast, diese
diese netten Menschen, du hast so viele Sachen, die du sehen kannst und erleben kannst. Ich bin halt mittlerweile abgestumpft, müsst ihr wissen. Das heißt, mich reizt es jetzt nicht mehr so, diese riesengroßen Sago-Palmen zu sehen, zu wissen, okay, wenn die jetzt gefällt werden und dann lässt du die für 14 Tage liegen, dann kommen da riesengroße Larven raus, die man dann, wie ihr es bei mir gerade eben gesehen habt, essen kann. Die Sago-Palme, dass ihr es versteht, die besteht einzig und allein aus Kohlenhydraten. Das heißt, man kann das Palmherz essen. Das ist oben in der Spitze, ungefähr hier ist das Palmherz drin. Das ist relativ groß. Den gesamten restlichen Teil kann man quasi aufkloppen. Das Mark, das da drinnen ist, das wird zu so einer Art Pampe zerkloppt, also zu so einem mehlartigem Zeug. Auf jeden Fall in so einer Art Fluss, wie beim Goldwaschen kann man sich das vorstellen, wo das Sago dann so durchgefiltert wird, setzt sich das eigentliche Sago unten ab und wird von den unnahrhaften oder nicht essbaren Fasern getrennt. Das Sago wird dann genommen und es wird dann in verschiedenen Arten und Weisen zubereitet, zu Brot, zu diesem Geleeartigem Zeug. Das ist dann wie so eine Art Glibber, der hochgesaugt wird, eigentlich geschmackslos, aber die reichern das natürlich mit Sesamkörnern an, sodass es einigermaßen Konsistenz hat. Problem an Sago ist natürlich, das besteht, wie gesagt, nur aus Kohlenhydraten. Das heißt, die Einheimischen, wenn die irgendwo im Dschungel unterwegs sind, dann verlassen sie sich zwar auf diese Energiequelle, aber Kohlenhydrate alleine reichen natürlich nicht aus. Die brauchen noch Proteine, die brauchen noch andere Kohlenhydratquellen, die brauchen Vitamine und Fette. Und Fette bekommen sie aus Fleisch, genauso wie Proteine, aber eben auch aus den Sago-Larven. Wobei, die haben keine Fette, die haben nur Proteine, soviel ich weiß. Wobei, die Zusammensetzung von den Larven weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, viele Proteine insgesamt, Kohlenhydrate keine. Ja. Vielleicht ein paar Fettsäuren, könnten schon noch sein. Ach komm, scheiß drauf, ich bin kein Ernährungswissenschaftler. Sind proteinreich, fertig. So, dann ist das Ding geklärt. Auf jeden Fall Proteine bekommen sie aus der Sago-Palme durch die Sago-Larven. Kohlenhydrate bekommen sie aus dieser abgesetzten Pampe, die sie zubereiten, und damit ist einiges an Grundnahrung schon mal gedeckt. Den Rest bekommen sie über die Jagd und schon können die Einheimischen von der Natur leben. Ich bin gerade einfach so ein bisschen im Explorer-Mode unterwegs. Macht ultra Spaß, hier so durchzulaufen, durch die Sago-Plantage. Hier sind überall Stände aufgebaut, weil eben dieses spezielle Sago-Larvenfest ist heute. Und das ist ein riesiges. Also wie gesagt, da kommen Leute aus ganz Indonesien. Und Indonesien ist ein gigantisches Land. Kommen die her. Deswegen sind alle Hotels in der Region ausgebucht, um ja, dieses Fest hier zu sehen und zu feiern. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich habe mich vorher auch nicht drüber informiert, wenn ich ehrlich bin. Ich bin komplett blind in die gesamte Sache reingestartet. Es war natürlich auch ein glücklicher Zufall, dass dieses Fest überhaupt heute ist, denn das ist anscheinend so das Fest des Jahres. Also hier zeigen sie, wie Sago bearbeitet wird. Ich kenne es nur von den Einheimischen tatsächlich. Die hier scheinen das ein bisschen anders zu machen, okay? So, how does it work? I know the traditional method. Ah, oh, wow. Well. Mm-hmm. So this is the sago that's coming from the tree stem, right? The pulp, exactly. And then they put it in this bag, they wring it. They wash it. Yeah, they wash it in there, so the sago falls in there. Yeah, 15 minutes or 20 minutes. Okay. And they get it like the powder or whatever. Yeah, and it's down. Okay. Yeah. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, nimmt man dieses große Material, was dort hinten ist. Das ist das Mark der Sago-Palme. Man nimmt es, macht es klein, stopft es in diese Säcke rein und drückt es auf dieses Sieb mit ganz viel Wasser zusammen. Das Ganze setzt sich dann da unten ab und hier unten erntet man dann das fertige Sago. Und das kann man dann zubereiten, wie man möchte. Man kann es trocknen, das ist dann relativ lange haltbar. Das ist ein modernerer Prozess. Die Einheimischen machen es anders. Die machen es mit solchen Waschstraßendingern. Das funktioniert ein bisschen komplexer. Werdet ihr bei Discovery sehen tatsächlich. Da haben wir das Ganze gefilmt und begleitet. Was ich übrigens auch gerade sehe, hier, ein Einbaum. Das ist ein Das ist ein Boot, das aus einem einzigen Stück Baum geschnitzt wird. Der hier ist besonders schön. Ich habe noch nie so einen schönen Einbaum gesehen, sogar mit einem kleinen Stuhl, der da hinten drin steht. Noch nie gesehen. Also so schön. Hier überall Schwimmpflanzen, auch noch nie in der Natur gesehen. Es sind so viele First Times für mich hier. Das ist krass. It's not really good. Doesn't matter. Okay. Have 32 types and species. And it's different because Because I told you before, the one is the tall, the other is not tall. Yeah. Terus di ini getanya, dari thorns, like the thorns, blood, needles. It's difference in height and body.
the diameter. Yeah. So not all sago can process to make a food. Mm-hmm. Yang bisa untuk cari ulat sagu. Oh, okay. So when they take the worms, mm-hmm. they look for the sago. It's only not for it. That's not edible. Yeah. Okay. Yeah, that's edible for mm-hmm. to eat it, but they just leave it for the worms. Just for worms, the worms. Right? Okay, yeah. Perfect. Okay, so they have around 30 more kind of sago, mm-hmm. but only two are edible. Yeah, and that's the sago with thorns. Yeah, the spiny sago and the normal sago, yeah, right? Yes. Okay. Normally, if you see in market, you can see like the red one and the white. The white one is the spiny. Yeah, that's the spiny one, and the other one is without thorns. Red one is without thorns, right? Right. Yeah. Okay. Perfect. Okay. Yeah. Good to know. Es ist übrigens endlich soweit. Ich tue das erste Mal. Ich glaube, sieht man's? So warm, dass ich hier vorhin einmal kurz so eine kleine Schweißperle hatte. Das heißt, es muss wirklich warm sein hier. Weil, ihr wisst, ich bin eigentlich ein Reptil. Und Reptilien schwitzen nicht. Aber irgendwie, es beginnt gerade. Ich denke wirklich, also 35 Grad könnte ich mir gerade sehr gut vorstellen. Also wir sind im Tiefland, ist nicht unwahrscheinlich. Aber es fühlt sich an wie 35 Grad. Vielleicht sind es auch nur 34, aber 33 bis 35 safe. Das hier, was ihr hier gerade seht, das hier ist übrigens der Samen der Sagopalme. Das ist aber nicht die Frucht, die wir vorhin gesehen haben, also nicht diese Schlangenfrucht, sondern das hier ist wirklich der Samen, der ist nicht essbar, der ist ausschließlich zur Dekoration und hat nichts mit diesem Samen von vorhin zu tun. Das fühlt sich halt auch wirklich anders an. Aber die Optik, wie sich es anfühlt, also die Haptik, ist ziemlich ähnlich von außen. Nur halt eben das Druckgefühl ist ein ganz anderes. Or down, the aircraft from military of Japan. Uh-huh. Allocate around here. The rocket is still around here? No, is it? This is one of the Second World War II. Yeah, one yeah. of the airplane was crashed here because they flew out to the lake. Mm-hmm. Angkatan lautnya oh, dari, the Indonesian Air Force, they was be here to judging for the species of the aircraft. From the Second World War II yeah. aircraft. So they picks up things and then bring to the somewhere in the Baltimore. Okay, but where are the parts? Yeah. The airport in there. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So they have Indonesia Air Force. Yeah. It came not Air Force, only the Levy. So the Indonesia Levy came and they picked up the old things. Okay. How long ago? They did it 2015. Okay, so years ago, I thought yesterday or something. No, no. Yeah, okay. Bomb. Yeah? You know bomb. Yeah, bomb. Yeah, so the time the bomb is still work. That's why the Navy from Malaysia came and took it. Ah, oh, well, but it's gone now. Yeah. Okay. Just took it a long time ago. Jadi sekarang yang adanya tuh cuma dia punya bangkai-bangkai. Ah, okay. The iron of the aircraft still in the lake. Ah, okay. Wir haben gerade drüber gesprochen. Anscheinend war das schon das Sagofest. Also das Sagofest hat noch nicht begonnen, richtig? Aber das war die Örtlichkeit vom Sagofest. Hat mich verwirrt, denn Alex gestern unser Accommodation Manager hat gemeint, dass hier alles ausgebucht ist, geisteskrank voll, 14 Millionen Menschen und jetzt waren es irgendwie so ein paar hundert. I mean, es ist immer noch nicht offen, klar, aber 14 Millionen Menschen kommen hier nicht mehr her. Das ist klar. Jetzt geht es weiter, wir sind wieder am Hafen. Jetzt geht es anscheinend Richtung Jayapura zurück, also zu meinem Hotel. Was ich da noch erleben werde, wird sie gleich zeigen. Bisher haben sie solche Sachen nämlich meistens spontan entwickelt. Staffel 3, 7 vs. 2. Asiatische Insel. Geil. Ach krass. Er macht einfach einen Baum.